Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. In meinem letzten Video habe ich euch mehrere Tipps gegeben, wie ihr mit euren Kryptos umgehen solltet. In diesem Video möchte ich euch einen weiteren Tipp geben, also etwas, was man unbedingt haben sollte, wenn man sich mit Kryptowährungen auseinandersetzt. Und das wäre ein bootfähiger USB-Stick. Aber auch für eine Vielzahl von Kryptoprojekten eignet sich der Einsatz eines bootfähigen USB-Sticks, den man im Idealfall sogar als persistentes Live-Betriebssystem installiert, sodass dieses auch zulässt, dass Änderungen vorgenommen werden können, beziehungsweise Programme installiert und Dateien gespeichert werden können. Eine Möglichkeit, solche USB-Sticks zu nutzen, wäre ein Betriebssystem zu starten und auf einem zweiten System, zum Beispiel eine heruntergeladene Webseite, auszuführen, sodass man offline zum Beispiel Paper Wallets generieren kann. Bei der Generierung eines Paper Wallets fährt man mit der Maus zufällige Bewegungen auf den Monitor ab, aus denen dann letzten Endes ein Private Key generiert wird. Da sämtliche Prozesse dann auf einem Offline-Gerät durchgeführt werden, kann man sich relativ sicher sein, dass man vor Online-Bedrohungen geschützt ist und die privaten Schlüssel dann auf einem sicheren System generiert werden, bei dem auch keine Zwischendaten gespeichert werden, da sich das System nach der Benutzung sowieso wieder löscht. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wäre die Signatur von Transaktionen. Dabei führt man eine Transaktion auf einem Offline-Gerät, zum Beispiel mit einem Betriebssystem auf einem USB-Stick an einem Laptop durch, der nicht mit dem Internet verbunden ist, und überträgt dann lediglich die Signatur in ein Wallet, welches dann die Transaktion letzten Endes ins Bitcoin-Netzwerk broadcastet oder in ein beliebiges anderes Netzwerk, welches ihr für eure Kryptowährungstransaktionen benutzen wollt. Dies hat den Vorteil, dass dann nur die Signatur mit dem Private Key gebroadcastet wird und das System, auf dem die Transaktion erzeugt wurde, beziehungsweise wo auch der Private Key liegt, von dem System getrennt ist, welches im Internet die Transaktion gebroadcastet hat. Die dritte und wohl geläufigste Anwendung für ein Offline-Gerät ist die Durchführung des BIP39-Tools, mit dem ihr zum Beispiel eure Seed-Phrase in einzelne Private Keys umwandeln könnt, beziehungsweise aus eurer Seed-Phrase die entsprechenden Private Keys der verschiedenen Coins bestimmen könnt. Die einzelnen Private Keys, die ihr über das Mnemonic-Tool erhalten habt, könnt ihr dann zum Beispiel in andere Wallets, wie zum Beispiel MetaMask, importieren, um so zum Beispiel eine extern generierte Ethereum-Adresse, zum Beispiel aus dem Exodus-Wallet, in MetaMask nutzen zu können. Natürlich könnt ihr dann auch noch sicher sein, dass euer mnemonischen Code, den ihr dann abtippt, natürlich keine Verbindung mit dem Internet hatte, sodass auch hier wieder sicher seid, dass die Codes offline generiert bzw. umgerechnet wurden. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, ich habe euch einen guten Tipp gegeben, was man mit einem bootfähigen USB-Stick im Bereich Kryptowährung machen kann. In meinem Exklusiv auf Odyssey, was in Kürze erscheinen wird, werde ich euch eine Alternative zu einem bootfähigen USB-Stick zeigen, die sogar noch über die Anwendung, die ich hier besprochen habe, hinausgeht.